Hören Sie nun das Wort zum Zahltag. Meine Zuschauer, lassen Sie mich Ihnen ein paar Worte zu einem Thema sagen, das mir besonders am Herzen liegt. Es geht um Freundschaft. Es geht um wahre und falsche Freunde. Die wahren Freunde, man kann sie Kies oder Mäuse oder Kohlen nennen. Ich habe Ihnen hier einen blauen Riesen mitgebracht. Die wahren Freunde sind rar und durchlaufend nummeriert. Und sie haben uns viel zu sagen. In einem wahren Freund kann man lesen wie in einem Buch. Und was lesen wir da auf Seite 3? Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren bestraft. Was wollen uns diese Worte sagen, meine Zuschauer? Mit einem echten Freund, wollen sie uns sagen, kann man durch dick und dünn gehen. Er bringt uns, wohin wir wollen. In den Urlaub, in den Besitz von Luxusartikeln oder in ein Freudenhaus. Der falsche Freund aber bringt uns geradewegs ins Zuchthaus. Hüten wir uns also vor falschen Freunden. Guten Abend. Sie hörten das Wort zum Zahltag. Es sprach Michel Mammon, Präsident der Schutzgemeinschaft Deutscher Doppelverdiener. Sehen Sie nun bitte unsere Berichte aus aller Welt. Unser Reporter Hansi Häusler informiert Sie zunächst über... Pestalozzi. Was denn, Sie sind noch immer da? Ja, natürlich, wegen Pestalozzi. Aber über den wissen Sie doch gar nichts. Doch, über den weiß ich alles. Er ist der Erfinder der Lernhilfe. Der Lernhilfe? Ja, 333, Issus Keilerei. Und dies von Pestalozzi? Ja, leider nur die eine. Deshalb heißt sie auch die Eselsbrücke, weil dem Esel nie mehr eingefallen ist. Also, Herr Schäffli, ich muss ja schon sehr Natürlich, bitten, ja? Es war trotzdem ein Impuls. Mhm. Das Werk des Herrn Pestalozzi ist nämlich fortgesetzt worden. Ah, von wem denn? Von mir. Es gibt jetzt viel mehr Lernhilfen. 444, Mozart lernt Klavier. 444, hm? Ja, oder 325, Jakob von Guericke entdeckt die Luftpumpe. Aber das reimt sich doch gar nicht. Nein, aber was jetzt kommt? 728, der Zar fällt in den Schacht. Der Zar? Ja, 738, der Schacht wird zugemacht. Ja, 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 doch, ja, ja. 748, der Kaiser hat gelacht. Nein, nein, nein. Natürlich, oder nehmen Sie die Neuzeit, 1902, Hus kauft die Türkei. Wer, der Hus? Ja, der hat 1902 die Türkei gekauft. Ja, das geht ja aus Ihrem Vers hervor, ja. 1919, Lenin will seinen Freund sehen. Ach so, und das soll man sich alles merken, ja? Ja, das ist ja der Sinn der Lernhilfe. Dann merken Sie sich mal die folgende. 1976, ich hoffe, Ihr Gerede gibt sich. Ja, hoffen Sie nur, hoffen so, Sie nur. So, und nun sehen Sie bitte wirklich unsere Berichte aus aller Welt. Rom, die ewige Stadt am Tibersee, steht in diesen Tagen ganz im Zeichen der Heidelberger Woche. Wer die italienische Metropole von früheren Besuchen her in Erinnerung hat, wird sie kaum wiedererkennen. Die Padroni della Città, das sind die Stadtväter, haben weder Mühe noch Kosten gescheut, die Heidelberger Woche für ihre Bürger nicht nur zu einer abstrakten Veranstaltung, sondern auch zu einem architektonisch sinnlichen Erlebnis zu machen. Kaum wiederzuerkennen, der Petersdom, die Via Veneto, und die Engelsburg. Ich befinde mich nun am Roma Stazione Termini. Die Illusion ist perfekt. Und hier ist auch schon Giorgio Zappertini. Sie können ruhig Zapf zu mir sagen. Schosch Zapf. Er ist verantwortlich für die Organisation der Heidelberger Woche in Rom. Und er hat Rom, wenn auch nur für diese eine Woche, vollständig umgebaut. Sagen Sie, wie fühlen Sie sich in der neuen Umgebung hier? Wieder heim, ich möchte gar nicht mehr fort.
Diese neue Bahnschranke, die zurzeit auf der Strecke Peine-Paris getestet wird, hat sich außerordentlich... Journalismus. Star-Reporter. Sowas haben wir für teures Geld dem ZDF abgeworben. Und Sie? Ja, ich soll doch hier über Pestalozzi referieren. Pestalozzi, ich kann es nicht mehr hören. Ja, bitte, bitte. Pestalozzi, Johann Heinrich, Erzieher und Sozialreformer, geboren in Zürich am 12.01. Moment mal, Herr Schäffli, Sie lesen ja alles ab, Herr Schäffli. Nein, ich lese gar nicht ab. Ich wollte nur sagen, was? Dass Pestalozzi absolut überbewertet ist. Wieso? Ja, verglichen mit dem viel bedeutenderen Pädagogen Georg Sebastian von Spick ist Georg Pestalozzi... Georg Sebastian von Spick? Ja, Spick. Der den katastrophalen Leistungsdruck des pestalozzischen Schulsystems von den Schülern nahm. So, hat er das. Durch die Erfindung des nach ihm benannten Spickzettels, den ich mich absolut nicht geniere, hier in aller Öffentlichkeit in Händen zu halten. Georg Sebastian von Spick, Erfinder des Spickzettels, Geheimrat von Brat, Erfinder der Bratkartoffeln. Sind wir jetzt auf dem Niveau angelangt? Heinrich Kartoffelpü, Entdecker der nach ihm benannten Rehart. Schöpfli, das ist doch schrecklich. Kartoffelpü? Eine Rehart? Das ist ja wahnsinnig. Bitte? Herr Demerding, Sie machen ja richtige Witze. Heinrich Kartoffelpü, Entdecker der nach ihm benannten Rehart. Das ist ja furchtbar.